Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Tipps und Tricks Videos für den LS17. Das ist jetzt die fünfte Ausgabe. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich heute überhaupt eine mache. Ich hatte irgendwie kein wirkliches Thema und auch nicht so mega viel Zeit, um was vorzubereiten. Und habe aber dann gestern vom FedAction sein Let's Play gesehen auf YouTube. Da sprach er über dieses Förderband, was wir hier im Bild sehen. Er benutzt das gleiche an der gleichen Stelle für den Mist beim Kuhstall. Und er hat sich ein bisschen beschwert, dass das so langsam ist und so lange dauert. Und hat mich dann ganz konkret angesprochen, ob ich denn, also im Video direkt angesprochen und erwähnt, ob ich denn nicht irgendwie das schneller machen könnte eventuell. Daraufhin habe ich dann in den Kommentaren gleich geschrieben, ja, das mache ich. Also ich gucke mir das mal an, ob ich da was machen kann. Und ja, ich kann da was machen und ich will euch zeigen, wie das funktioniert. Dann könnt ihr das nämlich auch machen. So, erstmal wollen wir natürlich, will ich euch zeigen, wie lange das dauert, mit dem Förderband hier den Mist zu verladen. Da müsst ihr jetzt einfach mal beibleiben. Das stoppen wir mal. Ich habe nebenbei eine Stoppuhr, die könnt ihr nicht sehen. Und ich schalte das Förderband jetzt ein. Und ihr seht, es wird verladen. Das sind etwas über 14.000 Liter Mist, die da liegen. Und ja, das dauert eben im Moment. Ihr seht, wie der Mist langsam weniger wird. Ihr seht, wie der Mist verladen wird. Aber es dauert schon. Ja, also, wo man jetzt einen Anhänger hat, dieser Anhänger hat, glaube ich, irgendwie eine Kapazität von 42.000 Litern. Oder 42.500 Litern oder irgendwie so. Genau weiß ich es jetzt nicht. Müsste ich nachschauen. Aber, ja, wir sind jetzt schon bei 40 Sekunden. Und da liegt immer noch Mist. Ja. Ihr müsst euch überlegen, ich lade jetzt ungefähr 14.000 Liter rüber. Das heißt, wenn ich den Anhänger voll machen wollen würde, 42.000, wäre die dreifache Menge. Würde dann auch die dreifache Zeit dauern. So, wir sind jetzt bei einer Minute. Und es ist immer noch nicht voll. Ja. Jetzt wird es weniger und jetzt nähern wir uns rapide dem Ende. Sobald das Förderband komplett leer ist, höre ich auf mit dem Zeitstoppen. Und zack. Das ist jetzt ungefähr 1 Minute 20. 1,21 und 22 Hundertstel. Ja. Die wir jetzt gebraucht haben, um das hier zu überladen. Ich verlasse das Spiel, ohne abzubrechen, damit ich da gleich wieder Mist habe. Ja, 1 Minute 20. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich meine 42.000 Liter überladen würde, würde das 4 Minuten dauern, bis dieser Anhänger voll ist. Wird es in echt wahrscheinlich auch. Aber fürs Spiel ist das vielleicht dann doch etwas zu viel des Guten. Und daher zeige ich euch jetzt, wie man das schneller macht. Erstmal müssen wir natürlich unseren Mod in unserem Mod-Ordner finden. Ja, ich habe hier meinen MyGames Farming Simulator Mods. Und das ist der Mod. FS17 Balewood Conveyor Belt. Den kopiere ich mir und kopiere mir den mal hier rüber in meinen Tutorial-Ordner. Und sage einfügen. Und extrahiere den. Also öffne die ZIP-Datei sozusagen. Und gehe hier rein. Und alles, was wir jetzt brauchen, ist die Slow Belt XML. Die öffne ich mit meinem Standard-Editor Atom. Link findet ihr unten in der Beschreibung vom Video, wo ihr den runterladen könnt. Ihr könnt auch Notepad++ oder Notepad+ oder wie auch immer der heißt, nutzen. Im Prinzip ein Texteditor, wie ihr Bock habt, welchen ihr benutzen wollt. Ja, ich schalte jetzt hier einmal Softwrap ein, damit hier ein Zeilenumbruch erscheint. Und dann scrolle ich weiter nach unten. Und ich suche nämlich genau diese Einträge. Einmal Overloading Capacity 175. Das ist, also ich glaube, durch Ausprobieren habe ich es rausgefunden, das ist die Menge, die praktisch vom Förderband in den Anhänger reingehauen wird, maximal. Ja, und die erhöhe ich. Ja, die nehme ich mal 5. 175 mal 5 sind 875. Und ich brauche aber noch einen weiteren Eintrag. Und zwar hier unten bei Shovel. Fill Liters per Second. Hier steht eine 1000.
wie gesagt, ich interpretiere das dann nur rein durch Ausprobieren. Das sind die Liter, die praktisch das Förderband aufnehmen kann, maximal immer. Ja, also praktisch eine Schaufel. Keine Ahnung, wie das genau im hinteren, also im Hintergrund programmiert ist. Auf jeden Fall verfünffache ich den Wert auch von 1000 auf 5000. Ja, und das war's schon. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Jetzt speichert ihr das. Ich schließe das Fenster. Ihr wählt alles aus. Macht da wieder eine ZIP-Datei von. Ich benutze 7-Zip, weil es kostenlos ist. Ihr könnt auch WinZip nehmen, was auch immer. Und mache mir jetzt hier meine ZIP-Datei. Die liegt hier. Die schneide ich aus. Gehe in meinen Mods-Ordner. Sage da einfügen. Die Datei im Ziel ersetzen. Ja, möchte ich ersetzen. Jetzt habe ich hier die neue Datei drin. Und dann starte ich den Farming Simulator. Und ja, ich melde mich gleich wieder, wenn wir praktisch angekommen sind. Wir müssen uns nicht den ganzen Vorspann angucken und das ganze Laden des Spielstands müsst ihr auch nicht sehen. Ich melde mich dann gleich wieder. Ja, so, da sind wir wieder. Wir sind wieder im Spiel. Wir haben hier das Förderband stehen, also das Modifizierte. Und jetzt gucken wir mal, wie lange das jetzt dauert, diese ungefähr 14.000 Liter zu überladen. Vorhin waren es 1 Minute 21 ungefähr. Und wir fangen an. Und wir sehen, es geht deutlich schneller. So, und jetzt 17 Sekunden. Und wenn ich 1 Minute 21, das sind 81 Sekunden, durch 5 teile, dann sind das etwas mehr als 16 Sekunden. Kommt also hin. Ja, wir haben also die Geschwindigkeit verfünffacht. So, das Video war kurz und bündig, kurz und knapp. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr könnt da was mit anfangen. Und wäre auch schön, wenn ihr mich in meinen Let's Plays, in meinen Single-Player-Let's Plays mal besuchen würdet. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar oder abonniert mich. Ihr findet mich auch als Friesenjung13 bei Facebook. Da bringe ich dann immer Informationen, wenn neue Videos gepostet werden, teilweise dann auch Vorankündigungen. Ihr könnt mich auch bei Twitter finden als Friesenjung13. Auch da bringe ich Informationen, wenn neue Videos kommen oder vielleicht eine Vorankündigung. Da würde ich dann auch Livestreams ankündigen, die ich dann ab und zu mal mache. Aber in ganz unregelmäßigen Abständen, genauso wie diese Tipps und Tricks-Videos nur in ganz unregelmäßigen Abständen erscheinen. Ja, ich habe es zwar jetzt tatsächlich geschafft, 4 Wochen hintereinander mal jeden Freitag um 18 Uhr eins zu posten oder zu veröffentlichen, aber das wird nicht immer so bleiben. Ja, also wenn ein Tipps und Tricks-Video kommt, dann kommt das freitags um 18 Uhr. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao.